Jo, liebe Leute, Theo hier mit einer kleinen News bzw. eine kleine Neuigkeit, dass eventuell jetzt wirklich Nintendo ein weiteres Mario Jump'n'Run auf die Nintendo Switch bringt. Mehr oder weniger neu, denn Gerüchten zufolge sollen New Super Mario Bros. U und New Super Luigi U, also die für die Wii U, die Titel, einen Port für die Nintendo Switch erhalten. Was ein bisschen komisch ist, Leute. Und zwar kommen die Gerüchte nicht irgendwo her, sondern von comicbook.com, die auch damals schon Informationen geleakt haben, die sich auch als korrekt herausgestellt haben zu Mario und Rabbids Kingdom Battle, bevor es offiziell vorgestellt wurde. Also ist die Quelle eigentlich vertrauenswürdig. Also wenn jetzt ein New Super Mario Bros. Und New Super Luigi einen Port kriegt, Leute, finde ich das schon ziemlich komisch. Ich werde euch gleich erläutern, warum. Erstmal tragen diese Titel U im Titel, was eigentlich schon dann für die Wii U natürlich auch gemacht war. Natürlich sind die Titel ziemlich erfolgreich gewesen. Ich blende euch mal hier ein Bild ein. Alleine die erste Woche von den Mario-Titeln, wie gut sie sich verkauft haben. Also Mario-Titel verkaufen sich immer extrem gut. Was ja Mario Odyssey auch wieder gezeigt hat, denn es ist das meistverkaufte Spiel auf der Nintendo Switch und es war nicht mal ein Launch-Titel. Und natürlich die Verkäufe von Captain Toad Treasure Tracker oder Donkey Kong Tropical Freeze, die ja auch nur importiert wurden von der Wii U jetzt auf der Nintendo Switch, haben sich auch extrem gut verkauft. Gerade Donkey Kong ist eines der meistverkauftesten Spiele für die Switch, obwohl es eigentlich ein Spiel ist, was schon jahrelang draußen ist. Und bevor man natürlich den Hype aufbaut um ein neues, macht es vielleicht aus kommerzieller Sicht Sinn für Nintendo erstmal zwei ältere Titel aufzuwärmen und nochmal auf die Switch zu importieren, weil es wirklich bei Donkey Kong Country Tropical Freeze ja schon gezeigt hat, was für einen enormen Erfolg sie damit haben. Und ich bin mir sicher, wenn sie es jetzt raushauen, die beiden Titel nochmal im Bundle, im Doppelpack und dann das Ganze vielleicht als New Super Mario Bros. U Deluxe oder U All Stars oder irgendwie nennen, Leute, diese nur noch 15 generischen Titel, ihr wisst, was ich meine, dass sich das natürlich extrem gut verkaufen wird. Man muss auch sagen, dass die 2D-Spiele und gerade diese beiden auch perfekt für die Switch geeignet wären und gerade der Multiplayer-Aspekt eventuell mit der Switch nochmal ein bisschen besser umgesetzt werden könnte für die beiden Titel. Trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, Leute, wenn sie einfach diese Spielmechanik nehmen und damit einfach neue Welten gestalten, was ja nicht so schwer sein kann, alleine das Geld und die Ressourcen, die Nintendo durch die Switch, durch Mario Odyssey und all ihren Erfolg in den letzten 1-2 Jahren jetzt gemacht haben, können sie doch wohl mal ein bisschen Produktionszeit und ein bisschen Entwicklungszeit und ein bisschen Geld reinbuttern, um uns mal wirklich knackige neue New Super Mario Bros. 2D Jump'n'Run Welten zu designen, weil das kann nicht so schwer sein. Rein theoretisch ist ja Mario Maker das Werkzeug, mit dem man sogar diese verschiedenen Welten erstellen könnte. Also könnte Nintendo einfach sich mal ein bisschen ransetzen und für uns mal ein schönes neues New Super Mario Bros. Switch erstellen. Das würde ich ziemlich begrüßen und ich glaube ihr auch, anstatt man wieder die alten Titel aufwärmt. Natürlich ist es trotzdem schön, ich freue mich über jeden Mario-Titel, der auf der Switch verfügbar ist, aber dennoch würde ich es begrüßen, wenn sie einfach ein New Super Mario Bros. Switch machen und uns vielleicht eventuell endlich mal die Virtual Console geben, wo wir dann auch endlich Wii U-Titel drauf spielen können, wo das natürlich mit inbegriffen wäre. Natürlich ist es kommerziell nicht so ein Erfolg, als wenn sie die Spiele einfach nochmal importieren. Deswegen glaube ich, dass wir noch einige Klassiker HD aufgebessert auf die Switch importiert kriegen, bevor wir überhaupt irgendwann mal eine Virtual Console kriegen auf der Nintendo Switch, Leute. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Gerücht? Ich bin mir eigentlich sicher, dass es stimmen wird, dass in den nächsten Tagen das angekündigt wird, dass diese beiden Spiele eine Importierung kriegen. Ich freue mich darüber natürlich, aber dennoch wollen wir alle New Super Mario Bros. Switch und keine Deluxe-Version von älteren Titeln. Ich bin damit raus, Leute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.